Ich mache heute Homeoffice. Dann schlafe ich einfach aus heute. Aber der Berg an Arbeit wird ja dann auch nicht weniger. Zwar mag es im ersten Moment schön und gut klingen, dass man den Wecker morgens einfach auslassen und ausschlafen kann, doch ist es wirklich so positiv zu betrachten? Kurz nach dem Aufwachen sieht man im maximierten Work-Life-Blending schon gleich seinen Arbeitsplatz, der einen den ganzen Tag nicht mehr loslässt. Heute entspannt Homeoffice. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich daheim. Kann ich machen, was ich will. Schatz, du hast doch gerade eh nichts zu tun. Kannst du mir beim Abwasch helfen? Ach, hier habe ich auch nicht meine Ruhe. Ich glaube, ich fahre besser nochmal ins Büro. Das Problem von Homeoffice ist die zunehmende Vermischung von Beruf und Privatleben. Es gibt Leute, die ihren Arbeitstag im Pyjama verbringen oder noch nebenbei Haushaltsarbeiten tätigen. Die Folge ist eine unproduktive und unzufriedene Arbeitssituation. Ah, heute ganz entspannt daheim arbeiten. Keine Kollegen, die mir auf die Nerven gehen. Moment. Ich brauche den Günther für die PowerPoint-Präsentation. Auf Dauer ist Homeoffice alleine außerhalb des Unternehmens nicht sinnvoll, denn gerade das physische Zusammensein von Mitarbeitern, welches die Kreativität fördert, ist nötig, um Innovationen und Wirtschaftlichkeit zu schaffen. Bevor ich anfange zu arbeiten, noch einmal kurz Facebook checken. Auf der Arbeit kann ich das nie machen, da sind die Seiten immer gesperrt. Guck mal, OrgaTV hat ein neues Video rausgebracht. Homeoffice ermöglicht den Mitarbeitern einen ungehinderten und ständigen Zugang zu sozialen Medien, wodurch man sehr schnell abgelenkt wird und so seine tatsächliche Arbeit vergisst. Generelles Homeoffice verhindert die Trennung von Beruf und Privatleben. Dies ist nicht der Fall, wenn es sich um eine Wahloption mit dem Zusatz maximal einmal pro Woche handelt. Was wir aber nicht wollen, ist auch am Wochenende oder am Abend ins Homeoffice geschickt zu werden und dass Homeoffice zum Regelarbeitsplatz wird.